Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich Kobo Cards benutze. Für mein Lernprojekt benutze ich das Programm nicht. Es passt nicht so gut, weil ich eine Hausarbeit schreibe. Aber als ich das Programm gesehen habe, fand ich es auf Anhieb toll, denn ich habe nächste Woche zwei Klausuren und es fällt mir immer sehr schwer, mich auf solche Prüfungen vorzubereiten. Jetzt sieht man hier am Anfang direkt, dass ich zwei Karteikartensätze zu den beiden Prüfungen habe. Das eine ist das gleiche Seminar, wo ich auch meine Hausarbeit schreibe. Und da habe ich auch schon ein paar Karten erstellt. Gehe ich mal drauf. Und jetzt habe ich hier 16 Karteikarten. Man kann oben die Frage eingeben und unten eine Antwort. Das finde ich ganz praktisch, denn man denkt ein bisschen drüber nach, was könnte in einer Prüfung abgefragt werden. Und wie gesagt, ich habe 16 Stück schon erstellt. Muss ich auch noch ein paar mehr erstellen. Das habe ich ungefähr gemacht, wie ich sonst auch lerne, denn ich habe sonst Lernzettel erstellt, handschriftliche, und das Wichtigste aufgeschrieben dazu. Und hier übernehmen diese Karten quasi den Part der Lernzettel. Und wenn ich dann lernen möchte, dann gehe ich einfach auf Lernen. Und dann kann ich mir aussuchen, welche Fragen ich gezeigt haben möchte. Steht hier, dass ich keine gewusst habe, denn ich habe noch nicht gelernt. Ich kann aber auch dann, wenn ich ein paar weiß und ein paar nicht, dann kann ich nur die lernen, die ich nicht weiß. Muss nicht nochmal die lernen, die ich weiß. Hier unten kann ich die Reihenfolge eingeben. Das finde ich auch toll. Entweder wird mir alles durcheinander angezeigt oder in der richtigen Reihenfolge. So, hier ist die erste Frage. Da weiß ich sogar die Antwort oder einen Teil. Mal nur ein paar hin, lass mir die Antwort anzeigen und sehe, was richtig ist und was falsch. Dann kann ich mir hier eintragen, habe ich es gewusst oder nicht. Ja, stehen da nur ein paar, also halb gewusst. Und dann kommt auch schon die nächste Frage. Gut. Und am Ende wird mir angezeigt, was ich gewusst habe, wie viel. Und dann weiß ich auch, wie viel ich noch lernen muss. Also ich finde das Ganze schon ganz toll. Ein bisschen schade finde ich, dass man nur zwei Kartensätze kostenlos machen kann. Denn das ist schon recht wenig, weil dieses Semester habe ich nur zwei Prüfungen, aber in anderen Semestern sind das ja teilweise viel mehr. Und das ist dann schon ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen ist das ein schönes Programm, womit mir das Lernen dann vielleicht auch mal ein bisschen leichter fällt.